Ja, wir haben jetzt sehr interessante Zeit. Also eigentlich haben wir gar keinen Sommer gehabt. Also wir haben jetzt im Moment Sommer, September. Aber man sieht natürlich schon, also wie die Pflanzen funktionieren und wie alles drumherum funktioniert. Also einige Pflanzen haben schon gelbe Blätter. Also heißt eigentlich, Herbst kommt jetzt langsam. Aber alles verschiebt sich in diese Welt im Moment. Und alles verändert sich. Also auch Energien bleiben nicht stecken, sondern die verändern sich auch mit. Und ich habe jetzt momentan auch ziemlich viel zu tun, muss ich sagen. Also einige Projekte vorbereiten etc. Ich möchte gerne Edelsteine an bestimmten Stellen an meinem Körper tragen. Fragt eine Teilnehmerin, kann ich diese auch mit einem Tape, also sprich mit einem Pflaster, an meiner Haut befestigen oder blockiert es Energiefluss? Also man kann es auf jeden Fall machen. Es geht ohne weiteres. Also auch mit Tape kann man die Steine am Körper befestigen, wenn man zum Beispiel irgendwo Wehwehchen hat, genau an die Schmerzstelle. Dann war eine Frage mit Blutstropfen. Also ich habe das im Vormodul schon erklärt, also dass ich mit Blutstropfen arbeite von Klienten, und zwar mit dem Tensor. Und zwar, da ist das Thema auch angesprochen, das Blut wird ja sicher nach der Spende auch irgendwie bearbeitet und wenn es später im Körper des Empfängers ist, Thema Blutspende, ist es anderen Dinge auch ausgesetzt. Welche Auswirkungen hat es das für den Spender? Also eigentlich werden wir tatsächlich verbunden mit der Person, die das Blut bekommen hat. Also es geht alles auf DNA-Schiene, also im Endeffekt auch quantenphysisch ist man mit der Person verbunden. Es kann gut sein, es kann schlecht sein, kann man nicht sagen, aber man muss sich natürlich schon immer wieder sagen, in dem Moment, also wo du tatsächlich das Ganze spürst, also dass bei dir irgendwas verändert wird nach der Blutspende oder wenn du Blut bekommen hast, hast du mit dieser Person natürlich Kontakt mit der Seele. Trotzdem, wir haben auch unseren Körper. Ich habe jetzt gerade jetzt mein Projekt abgeschlossen, also was jetzt bald erscheint, Thema Selbstliebe. Und sage mal so, theoretisch geht es immer darum, dass der Mensch immer seine Hälfte sucht. Also, aber es gibt auch in Indien eine ganz, ganz interessante Sage, aber lustigerweise nicht nur in Indien. Ich forsche jetzt momentan genau um das Thema. Und zwar, dass ein erster Gott quasi, also Brahma, der kam zur Welt und hat eigentlich vier Hände gehabt, vier Füße gehabt, vier Gesichter gehabt und er hat sie geteilt und die ersten Menschen erschaffen. Also denk mal an Adam und Eva. Und diese erste Erschaffung heißt eigentlich, das Wesen hat sich geopfert und hat sich eigentlich geteilt in zwei Teile. So. Und seitdem ist es so, dass wir uns einfach mal suchen. So. Am Ende geht es um die Liebe in sich selber zu finden. Aber wir haben nur noch einen Teil da. Aber wir haben eben noch ganz komplette Seele in uns und mit dieser Seele können wir arbeiten. Aber in dem Moment, wo wir Blutspende bekommen, haben wir natürlich uns verbunden schon mit dem Nächsten. Und da können wir natürlich auch entweder davon profitieren. Zum Beispiel Talente kommen, neue Talente, was man nie vermutet hat. Genau dadurch. Oder man hat eben Kopfschmerzen. Also es ist alles möglich. Die nächste Frage war bei der Lektion. Lebendige Nahrung und Spiritualität. Ja, über Nahrung war nicht viel gesagt. Also, was ist überhaupt lebendige Nahrung? Also, in erster Linie ist natürlich das jetzt, was Energie ist. Lebendige Nahrung hat eigentlich mit Happa Happa nichts zu tun, sondern mit lebendiger Nahrung meint man meistens auch Energieübungen und Meditationen. Also, wenn man aber auf Nahrung für Körper umsteigt, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, okay, was ist überhaupt lebende Nahrung? Das ist natürlich alles, was basisch macht. Also im Endeffekt sind es Gemüse, alles, was nicht gekocht ist. Und ich habe mir tatsächlich jetzt eingewohnt, dass ich zwei Drittel vom Essen nicht koche. Also ich bin aber kein Rohesser, also Rohkoster, sondern ich teile das. Also wenn ein Teil, ein Drittel gekocht ist und der Rest eben nicht gekocht ist, da kann man sich richtig gut aufpäppeln, auch körperlich, dass man auch vieles natürlich auch machen kann und natürlich auch das aktivierte Wasser. Also basisches Wasser, also heißt entweder einfrieren und dann wieder abtauen und trinken. Oder es gibt auch Ionisatoren, das sind so Geräte, die das Wasser quasi auseinandernehmen und mal basisches, mal saures machen. Also ein basisches Wasser kann man ruhig einnehmen.